heute mal aus einer ganz anderen Perspektive. Und zwar begrüße ich euch erstmal lieb hier in meinem YouTube-Channel Anna8.0x. Und es geht bei mir um Keramik, wie diese Vase hier hinten. Und einfach um Lifestyle. Das heißt, auf meinem Kanal geht es ein bisschen um Entertainment, um Fashion, Lifestyle. Und natürlich ist der rote Faden die Keramik, meine handwerkliche Keramik. Und ich zeige euch immer in unterschiedlichen Konstellationen, wie man meine Keramik einsetzen kann. Und ich habe mir gedacht, okay, so eine schöne Vase wie diese Vase, Hashtag Mix, die aussieht wie die Vase, Hashtag Ball, kann man hier wunderbar in so ein tolles Marmorbad zum Beispiel integrieren. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man die Vase hinstellt. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich damals in meiner Lehre mitgegeben bekommen habe. Und zwar muss man immer ein bisschen darauf achten, dass das alles so ein bisschen stimmig aussieht. Das heißt, möglichst so, dass man halt ja, die Vase wirklich auch wahrnimmt. Und die passt hier richtig gut rein, einfach durch diese ganze Gold- und Marmorveredelung des Bades. Also es spiegelt sich wirklich eine Harmonie wieder und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Die Vase selber, ich hole sie mal ein bisschen näher, habe ich quasi selber hergestellt auf der Töpferscheibe. Das ist mein Logo, Anne Werner, also Keramikstudio Anne Werner, ABR ist mein Kürzel, das habe ich schon seitdem ich 18 bin, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Wie gesagt, ich kann mal schnell was über mich erzählen. Ich bin Anne, die Gründerin von Keramikstudio Anne Werner und ja, mich gibt es jetzt schon seit 10 Jahren auf dem Markt, war selber im Louvre ausgestellt schon und bin, bevor ich gegründet habe, um die Welt gereist als Wandergesellin und habe in verschiedenen Institutionen insgesamt 40 verschiedenen Werkstätten auf meiner Weltreise, auf meiner Walze sozusagen, das Handwerk dazugelernt, global, also wirklich auch Japan, Griechenland und Italien, das waren so immer meine drei wichtigsten Orte, wo ich unbedingt hin wollte. Habe natürlich auch Japan bereist, Kuba, Mexiko, Italien, habe ich schon erzählt, ne? Und Bulgarien, Rumänien, Frankreich, Dänemark, Kuba, Ägypten, China, Dubai und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles auf meiner Webseite, die habe ich hier unten verlinkt, nachlesen. Und zwar in der Vita www.keramik-studio.net/vita/. Mein Webshop heißt www.keramik-gymnik.com. Da gibt es verschiedene Rubriken. Ich erkläre das immer in meiner Insta-Story ein bisschen näher. Da habe ich zwei Insta-Kanäle oder drei im Prinzip, damit man das halt so ein bisschen unterscheiden kann. Also einen Kanal, der heißt Keramikstudio Anne Werner, wo es nur um die Töpferei geht. Also da zeige ich euch nur, wie ich das mache und gehe ein bisschen tiefer darauf ein. Und Anne 8.0x, das ist im Prinzip so mein Content-Creator-Kanal. Und dann gibt es natürlich Anne.Werner, das ist so ein bisschen mein Hauptkanal, wo ich halt groß geworden bin auf Instagram. Und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank. Ja, und da zeige ich halt quasi, wie man die Keramik nutzen kann. Also nicht diese Herstellung, sondern was kann man damit machen. Wie jetzt hier zum Beispiel schön als dekoratives Element. Die Formsprache ist halt sehr schlicht gehalten. Die Marmorierung ist durch einen weißen Ton mit schwarzen Ton vermengt worden. Also schwarz nicht, stimmt nicht ganz, sondern anthrazitfarbenen Ton. Und wie gesagt, das habe ich alles auf der Töpferscheibe gemacht und transparent glasiert. Das heißt, es sind zwei Brände. Erfolgt einmal der Sprühbrand bei 900 Grad und der Glattbrand bei 1220 Grad. Und von der Form her ist zu sagen, dass der Fuß hier unten etwas nach außen geht. Das begünstigt auf jeden Fall die Standfestigkeit der Vase, wo dann halt der üppige Strauch theoretisch ja, einfach auch
auch sicher steht. Ne? Aber wie gesagt, meine Vasen sind auch so konzipiert, dass die auch ohne Blumen tatsächlich zur Geltung kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manche Vasen sehen echt ohne Blumen besser aus wie mit Blumen. Wobei ich eigentlich schon immer darauf achte, dass die Vasen die Blumen schöner zur Geltung bringen. Darauf achte ich schon. Das ist so der Hintergrund dabei. Doch manche Blumen sind halt so überzüchtet und so weiter und das sieht halt nicht mehr so schön aus teilweise. Wo ich dann selber so ein bisschen meine ästhetischen Abstriche dann halt habe, wo ich mir dann denke, okay, bevor ich da solche teuren Blumen reinstelle, lasse ich die Vase lieber so. Zu dieser Vase würden gelbe Blumen gut passen, rote Blumen, also richtig rote, füllige Farben, also diese ich schon, aber solche Blumen aus dem Blumenladen, wo die Vielfalt ein bisschen fehlt, davon wird dieser Gesamteindruck nie irgendwie besser. Also habe ich jetzt für mich selbst festgestellt, wo ich mir dann immer sage als Keramikerin, lass die Blumen weg und stell das einfach so hin. Ne? Also man muss halt auch bei Blumenhäusern schauen, dass man halt auch richtig schöne Blumen findet. Das ist nicht immer so einfach, finde ich. Also so, ich habe regelmäßig frische Blumen bei mir zu Hause und probiere da auch verschiedene Blumen aus sozusagen. Also wenn sie grün sind, dann geht es immer. Aber wenn die Farbe der Blumen so ein bisschen ocker wird, also finde ich, das passt dann nicht so zu dieser Farbe der Vase. Weil die sind ja schon sehr ockerfarben und wenn man dann noch solche orangenen Blumen da reinstellt, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber deswegen empfehle ich gelbe Blumen, grüne Blumen, weiß geht ganz gut, ja, rot sowieso, lila geht auch, rosa, orangefarbene Blumen passt nicht so zu der Farbe. Aber man kann natürlich auch andere Vasenfarben herstellen, also ich habe da wirklich ein breites Spektrum zur Verfügung, schwarz, schwarz-rot, schwarz, gelb und so weiter und so fort. Man kann viele verschiedene Kombinationen ausprobieren. Das läuft dann zum Beispiel über Extra-Anfertigung oder ich biete von mir halt ein paar Möglichkeiten an. Also in dem nächsten Brand werdet ihr natürlich dann auch eine neue Designlinie finden. Da bin ich schon ein bisschen am Gestalten. Also ich versuche halt meinen sexy Vibe, den ich halt so ein bisschen über das Marketing seit 2017 versuche ich das jetzt langsam auch auf meine Keramik zu übertragen. Das heißt, diese schlichte Keramik, die ihr gewohnt seid, kriegt jetzt diesen sexy Vibe, den ich selber auch verkörper, als Motiv sozusagen auch auf die Keramik gepinselt sozusagen. Also ganz schlicht natürlich auch, sehr stilistisch. Ich habe da schon eine Schale gemacht, das seht ihr in den Videos davor, wie ich die gemacht habe, oder ihr müsst mal gucken auf Keramikstudio Anne Werner, da habe ich das auch gepostet. Das ist im Prinzip, wo ich die Lippen sozusagen abgebildet habe und da ist auf jeden Fall noch sehr viel möglich und da freue ich mich auch schon auf die neue Kollektion. Natürlich gibt es diese klassische Variante immer weiterhin. Und bei dieser Vase ist auch noch zu sagen, dass die halt aus der Kollektion 2016 kommt. Das war das Jahr, wo ich im Louvre ausgestellt war. Und deswegen ist sie halt sehr hochpreisig. Das ist eine von den vier hochpreisigen Vasen, die ich zur Verfügung aktuell habe. Einmal die Vase Hashtag 2013. Das ist ja die teuerste Vase der Welt. Müsst ihr mal schauen. Dann die Hashtag, also Vase Hashtag 2016, das ist eine kleinere, also so eine gedrungene Bodenvase, die sehr an China-Stil erinnert. Und dann noch eine elegante, das ist meine Lieblingsvase, so, die heißt Vase Hashtag 2016. Und das ist halt in dieser Kollektion entstanden, wo ich dann halt auch in China selber war, als Messestand und auch im Louvre Paris und so weiter und deswegen
sind die halt so hochpreisig zum einen, und die 2013-Vase, die ist so hochpreisig geworden über die Jahre, weil erstens mal habe ich mich ja seit 2020 hochpreisig positioniert, das heißt, bei mir heißt es ja High-End-Ceramik, weil ich die Entscheidung getroffen habe, weiterhin das alles selber zu machen, das heißt, nicht irgendwie im Ausland produzieren zu lassen, um halt die Stückmengen zu bewerkstelligen, sondern ich habe mich halt entschieden, einfach den Preis höher zu machen, damit ich die Stückzahlen halten kann, sozusagen, damit ich halt nicht weil ich mache das ja alles von der Hand, das heißt Tonaufbereitung, Drehen auf der Töpferscheibe und so weiter und so fort, brennen, glasieren, dekorieren, vermarkten, an den Mann bringen, die Kundenbetreuung, die Kundenpflege, Buchhaltung und alles, was dazu gehört, das mache ich natürlich alles zusätzlich und natürlich auch noch den Wareneinkauf und immer wieder neuen Content kreieren auf TikTok, auf Instagram, jetzt auf YouTube auch. YouTube, das ist schon ein Jahr jetzt mittlerweile, und ich freue mich schon, wenn wir dann irgendwann mal die 1000 geknackt haben, damit ich auch mal mit euch hier live kommunizieren kann. Und damit ich halt auch privat, ich ist ja nicht mein Hobby, sondern ich bin ja rein selbstständig. Und deswegen mache ich das halt so. Und ich weiß, ich verstehe euch teilweise schon, aber ihr versteht mich halt nicht. Und deswegen nutze ich halt YouTube zum Beispiel als Kommunikationskanal, damit ich halt mal ein bisschen ausführlicher sprechen kann, womit so die Zusammenhänge sind. Und ich habe es auch schon mal im letzten Video gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr ein bisschen mehr über die Keramik wissen wollt, zum Beispiel wenn ich mal einen Vortrag halten soll über die Sägerformel, über Tonzusammensetzungen, dann kann ich natürlich darüber auch viel mehr Content euch zur Verfügung stellen, kostenfrei sozusagen. Und wie gesagt, die Nachfrage nach Kursen ist ja auch, wird immer höher. Da habe ich gestern ganz offiziell 2 Kurse in meinem Webshop eingepflegt und aktualisiert sozusagen, weil aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, einfach mal so einen Kurs bei mir zu kaufen, dafür bin ich einfach zu teuer, sondern es macht einfach nur Sinn zu sagen, okay, ich will jetzt wirklich töpfern, das habt ihr vielleicht vorher schon mal bei der Fachhochschule oder Volkshochschule ausprobiert und so weiter, und wenn ihr das merkt, dass das was für euch ist, dass ihr vielleicht selber mal solche Vasen machen wollt oder einen Coffee-to-go-Becher, dann biete ich euch halt quasi so eine Art Ausbildung an, wo ihr mit mir längere Zeit zusammen seid. Also aktuell habe ich 2 Online-Kurse in meinem Webshop zu sehen. Einmal den Halbjahreskurs und einmal den Ganzjahreskurs. Bei dem Ganzjahreskurs ist das Glasieren und das Brennen mit dabei. Und beim Halbjahreskurs ist halt die Formgebung, Aufbereitung und halt die Gestaltung der Töpfe mit dabei, also das Henkeln noch, dann halt auch die, abdrehen. Na, abdrehen bedeutet zum Beispiel, wenn man jetzt hier unten quasi hier diesen Fuß abdreht, das muss man dann halt wissen, wie es geht. Und das zeige ich euch quasi in dem Halbjahreskurs, und den könnt ihr dann quasi im Webshop www.ceramic-germany.com bestellen. Also ganz unabhängig von mir. Ich sehe das dann natürlich, wenn die Bestellung eingegangen ist. Und das kann man dann halt einfach so machen. Den Webshop, den verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung. Und genau. Und damit will ich auch einfach jetzt. Ich könnte natürlich erzählen, aber es reicht ja erstmal. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Es kommen jeden Dienstag auf jeden Fall ein Video und wahrscheinlich noch Donnerstag und Freitag, also entweder oder, sodass halt ihr wirklich 2 Videos in der Woche habt. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Natürlich werde ich auch tanzen, um euch zu unterhalten, klar, aber der Fokus, der rote Faden ist natürlich die Keramik. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss, eure Anne.